Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Factorio. So, wie ihr seht, habe ich hier so ein bisschen weiter rumgeholzt, ja. Dabei ist mir noch aufgefallen, dass hier noch eine Ecke langsames Fließband drinne war. Deswegen kam das nicht so ganz da oben an, wie es sollte. So, was haben wir diese Folge vor? Diese Folge wollte ich auf jeden Fall hier unten einen Außenposten errichten. Ich denke, ich werde Rainers Vorschlag annehmen und werde das hier autark mit Strom versorgen. Wasser haben wir hier in der Nähe und das ganze Holz können wir da auch ganz gut für gebrauchen. Ich weiß noch nicht genau, wir können uns das ja mal ganz kurz durchrechnen, was wir ungefähr brauchen. Wir haben hier eine Energieaufnahme von 90 kW. Das würde bedeuten, wir kriegen ungefähr 5 Stück an eine Dampfmaschine. Ich schätze mal, dass wir von der Größe her so ungefähr bei 8 bis 10 Erzförderern liegen werden. Ich würde eher 8 sagen. Das heißt, es würden schon 2 Dampfmaschinen ausreichen. Allerdings brauchen wir natürlich auch noch was für die Knickis. Ein Knicki verbraucht, wie viel verbraucht der denn? 46 kW ist natürlich auch ein bisschen was. Also ich würde sagen, 3 Dampfmaschinen sollten wir uns vornehmen. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Reserve, falls mal irgendwas nicht so funktioniert. Aber 3 Dampfmaschinen sollten es, glaube ich, schon sein. Mauern haben wir noch, was wir brauchen. Knickis haben wir haben Fließbänder, hatte ich in irgendeine Kiste, glaube ich, geschmissen. Ich meine in die hier unten. Ja, ein paar Fließbänder brauchen wir auf jeden Fall, um das Ganze hier hochzukarren. Wir haben Mauern, wir haben Fließbänder, wir haben Knickis. Was haben wir an Türmen? Nur noch 5 Stück, das ist nicht viel, deswegen holen wir uns hier noch eine Ladung. So, dann brauchen wir ein Tor. Haben wir noch ein Tor? Können wir uns welche bauen? Okay. So, dann brauchen wir Strommasten. Haben wir Fließbänder, unterirdische Fließbänder haben wir auch. Ja, ich würde sagen, das sollte funktionieren. Ach genau, hier stromtechnisch, Dampfmaschine und so. 3 Dampfmaschinen brauchen wir 6 Heizkessel. Warte mal, hier oben waren noch welche drinne, wenn ich mich nicht irre. Waren auf jeden Fall noch 2. Ein bisschen Stein haben wir auch noch. 1, 2. Dafür brauchen wir Rohre. Okay, ja, wenn es mehr nicht ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 Heizkessel. Ein paar Rohre haben wir dann auch. Unterirdische haben wir auch. Dampfmaschinen haben wir noch 7 Stück. Das reicht locker. Und dann würde ich sagen, sehen wir jetzt mal zu, dass wir den Außenposten da hintereinander kriegen. Was wir allerdings erst machen müssen, ist gegen die Aliens kämpfen. Das ist leider auch der Fall. Anders geht es nicht. Deswegen würde ich mal eben das dritte Schild reinsetzen. Wir haben ja eine Schrotflinte. Können wir eigentlich mal ein Tor reinmachen. So. Die Forschung ist auch soweit. Ich habe vorhin noch mal die Robotergeschwindigkeit geforscht, weil ich gemerkt habe, beim Holzen, das hat schon recht lange gedauert. Kampfroboter, Schaden. Ja, natürlich auch. Schaden ist immer gut. Ah, fuck. Ich habe doch jetzt hier... Ich habe Giftkapseln gebaut. Ich kriege einen Föhn, ey. Ah, natürlich. Ah, ja, okay. Okay. Da müssen wir jetzt mit klarkommen. So, ich würde sagen, wir vergreifen uns mal hier an dem Lager. Das sollte recht gut funktionieren mit der neuen Rüstung. Und ihr seht, bis auf dass meine Kapseln schon wieder kaputt sind, funktioniert es recht gut. Schaden bekommen wir wenig bis gar keinen. So, wo haben wir das Eisenfeld? Das Eisenfeld ist hier mitten im Wald. Da können wir eigentlich schon mal direkt wieder umbauen. Und zwar müssen wir den da reinsetzen. So, die Verteidigerkapseln, die helfen mir. Alles klar. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal fast genau so ein Feld, wie wir hier an Größe haben. Steine. Ach so, ja, da ist bestimmt ein Steinblock. Den können die ja auch mittlerweile wegmachen. Ist auch schön, ja. Auch nice. Kiste haben wir auch noch. Okay, gut. Ah ja, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Munition. Munition. Wir brauchen ja Munition. Aber das ist nicht so schlimm. Das können wir uns gleich noch holen. Und hier runterbringen.
Denke mal, Wasser nach da. Okay, dann heißt, wir müssen nach links noch ein bisschen weiter rüber. Was ist los mit euch? Habt ihr keinen Bock mehr? So, Mauern. Dann fangen wir an. Würde so die Größe auch annehmen. Nach links ein bisschen weiter, da können wir dann die Stromproduktion hinbauen. Und es wird schon wieder dunkel. So, dann können wir nämlich hier... Was? Ein Baum ist im Weg, ja. Einer steht immer im Weg. So. Ah, Speicher erstmal. Ist auch immer wichtig. So. Dann würde ich nach links rüber einfach nochmal hier so eine kleine Ecke mitnehmen. Ich sehe nichts. Es ist einfach dunkel. So, macht das mal weg hier, Freunde. Dim-dim. Ah, die Zeit müssen wir uns jetzt gerade nehmen, auch wenn es kurz dauert, aber das ist jetzt schon recht wichtig, dass wir das zügig über die Bühne kriegen hier. Dass wir da nicht lange rumfummeln, bis wir das haben. Ich würd sogar noch ein Stück weiter rüber gehen. So vielleicht. Sehr schön. Sehr schön. Und dann kann ich hier schon mal eine Kiste platzieren, weil ich bin gleich voll. Ja, ich weiß. Entspannt euch. Ich hab's früh genug gemerkt. Ja, ich hab's früh genug gemerkt. So, und dann würde ich nicht bis ans Wasser gehen. Ich würde bis hierhin so gehen. Nein, das sieht ganz gut aus. So, dann machen wir das Tor auch auf die linke Seite. Hierhin, hier oben. So. Können wir uns von hier schön schon mal... Ah, eine Pumpe habe ich vergessen zu bauen. Ich habe eine Pumpe vergessen zu bauen. Nein, mir fehlt ein Eisenzahnrad. Ach, leck mich. Leck mich. Ja, die Pumpe brauchen wir, bevor wir da loslegen können. Dann können wir uns auch direkt Munition mitnehmen. Ein bisschen Platz haben wir. Mist. Das ist mal so... Irgendeine Sache fehlt einfach immer. Ich glaube, ich muss mir mal so eine Logistikkiste zusammenstellen, so das Außenposten Starter Pack oder so, ja. Einfach so eine Kiste, wo einmal alles drin ist, die kann ich einmal leer machen, die wird wieder aufgefüllt und reicht für einen kleinen Außenposten, ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, das werde ich irgendwann mal machen. Logistisch-technisch soweit sind, dass wir das machen können. Einen machen wir wieder weg, dafür holen wir uns hier so ein paar Eisen. Suppen. Dann brauchen wir nämlich eine Pumpe. So. Handfeuerwaffen können nicht aufgenommen werden. Das Charakterinventar ist voll. Ja, ist ja gut. Oh, gar keine Handfeuerwaffen. Ah, der hat die Pumpe nicht aufgenommen. Ja, leck mich am Arsch. Der da stand doch gerade Handfeuerwaffen. Ach man. Dann liegt die Pumpe jetzt da oben irgendwo im Lager rum. Ja, klasse. Schön habe ich das wieder gemacht. Ich bin wieder mal ein Held. Yes. So, wo ist die Pumpe? Da ist. Ich hatte noch Pumpen. Verdammt. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Warum gucke ich nicht einfach mal vorher? Warum gucke ich nicht einfach mal vorher? Es ist doch nicht so schwer. Und warum kommen da jetzt schon wieder Aliens? Haut ab. Lasst meine Roboter in Ruhe. Okay, du hilfst mir jetzt hier. Oh, ist mein kaputt. Sehr schön. Okay, wir haben hier Wasser. Wir haben Holz. Wir haben Öfen. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Da machen wir das ganz easy going hier. So, mit einem Fließband. Zack. Und dann setzen wir die... Stromversorgung würde ich sagen hier hin. Da oben machen wir eine Verbindung dran. Hier machen wir auch eine Verbindung hin. So, dann brauchen wir noch. Brauchen noch. Wo komme ich denn hier mit der Munition her? Verdammt. Ach, Mist. Okay, ich muss hierher gehen. Ah, nee, warte mal. Das ist doof. Auf Verteidigung muss ich achten, ja. Die muss stehen. Wenn die Verteidigung nicht steht, dann haben wir ein Problem. Deswegen mache ich das zuerst jetzt, ja. Die Verteidigung ist echt wichtig. Da
gibt es jetzt nichts zu diskutieren. Das muss einfach. Wir brauchen eine relativ gute Verteidigung. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier auch recht viele Geschütztürme hin. Ruhig eng zusammen. Kein Risiko eingehen. So würde ich sagen. Und dann lassen wir das Fließband hierher laufen. So, da können wir eventuell tricksen bei dem einen. Jetzt hänge ich natürlich voll im Eisenfeld drinne. Kann ich das überhaupt nicht richtig ausnutzen. Nicht so prickelnd, ne? Obwohl, wenn ich hier die Förderer hinsetze, das ist der Förderer, habe ich auch nicht gebaut. Wäre dann nur die Reihe, die nicht geht. Okay, okay. Ist okay, ist akzeptiert. Kein Problem, kein Problem. So, dann machen wir das Ganze hier, die Kiste hin. So. Dann den Knicki. So, und das so. Jetzt müssen wir den Dings mal eben hier hintereinander kriegen. Wir können das Wasser ja auch eigentlich. Können wir das da herholen? Nicht so gut, oder? Wir können da hochgehen und können dann so gehen. Ja, das können wir machen. 1, 3, 4, 5, 6, 7 brauchen wir nicht. Aber das können wir machen. Wir können so machen. Und können das hier einfach dran ziehen. So. Der wird nichts bekommen an Munition. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Sollte auch so funktionieren. Und dann würde ich hier oben dran gehen einfach. Und hier die ganze Klamotterie hinparken. Eine Kiste brauchen wir noch. So. Habe ich keine Knickis mehr? Ich hatte doch noch voll viele. Ach, hier unten sind sie. Ich dachte schon, ich hätte keine Knickis mehr. Dann wäre ich aber am Rad gedreht hier. So, hier muss ein bisschen Holz rein. Ein bisschen viel Holz. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie kriege ich das Ganze jetzt mal kurzfristig ans Laufen, indem ich hier einfach mal ein bisschen Kohle reinmache. So, dann haben wir hier Strom. Legen wir schon mal den Strom hier überall. Damit wir auch schon mal Lampen bauen können, weil es ist wieder recht dunkel hier unten. Und wir haben ganze eine Lampe. Ach ne, wir haben noch mehr, ich dachte schon. Ich wollte schon sagen. So. Licht. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Okay. Das ist doch mal ein schöner Außenposten und er läuft ziemlich autark, ja. Also, ja. Ja. So, Holz. Holz muss alles hier rein. So, und Munition muss alles hier oben rein. Und dann brauchen wir Knickis. Ich hoffe mal, von der Munition her reicht das aus. Zumindest für einmal befüllen. Denke doch, ja. Obwohl es sind recht viele, ja. Einmal befüllen. Abwarten. Ansonsten holen wir noch was. Ist ja auch jetzt nicht die Aktion so. Das müssen wir umbauen. Machen wir so. Oder so. Fertig. Alles klar, sehr schön. Das funktioniert. Es wird schon alles fleißig beladen hier. Und dann können wir uns jetzt ums Eisen kümmern, um das eigentlich Wichtigste, was wir hier machen. Ich habe einfach wieder nicht an diese verkackten Erzförderer gedacht. Ey, ja, leckt's mich am Arsch. Okay, dann würde ich sagen, legen wir schon mal die Fließbänder dafür. So. Ja, das können wir machen. So, und da oben, da kommen wir raus. Okay, gut. Können wir hier 1, 2, 3 nach unten und dann lassen wir die hier noch da dran laufen. So. Das müsste ausreichen. Hier können wir mit Tunneln rausgehen.
So, und dann... wo legen wir das denn her? Wir müssen hier rüber. Ich würde sagen, hoch, rüber. Und, erstmal ein bisschen Platz machen. Wozu haben wir denn die Roboter? Wenn nicht dafür, wofür dann? Funktioniert super, ihr seid klasse. Wenn alle so schnell wären wie ihr, dann... Ach, das wäre so schön. So, das macht ihr mir auch noch weg. Ach, guckt euch das an, wie das funktioniert einfach hier. Zack, zack, zack. Nicht groß hier mit einem Panzer rumdüsen oder sonst irgendwelche Aktionen machen. Einfach abreißen. Auf Wiedersehen. Feierabend. So einfach kann das gehen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach, du ahnst es nicht. Soll ich denn da dran gehen? So, das ist im Weg. Das hier machen wir auch mal alles weg. So. Los. Tut was für euer Geld. Tut was für euer Geld. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr seid klasse. So, dann würde ich hier rüber gehen. Können wir hier schon reingehen? Ja, hier können wir eigentlich reingehen. Will ich hier hoch. Und mit unterirdischen... Warte, hier hatten wir doch ein Tor, ne? So. Gleich ist es vollbracht, Freunde. Gleich ist es vollbracht. Dann steht der Außenposten. Hier hängt schon wieder alles. Warum? Weil ich hier keinen schnellen Tunnel habe. Ich könnte ausflippen. Ich könnte ausflippen. Was ist denn los mit mir? Ich glaube, das habe ich schon mal gemerkt und habe es nicht geändert, weil ich hier wieder, weiß ich nicht. Meinte, das würde so funktionieren. Aber es funktioniert nicht so, Mann. Merkt es endlich. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Schnelle Fließbänder sind das A und O. Hast du mich verstanden? Ja, hab ich. Okay, sehr gut. Mach es doch einfach. So. Bitteschön. Jetzt aber Vollgas hier. Okay, es scheint gerade so, als hätten wir eine ganz minimal leichte Überproduktion. Was natürlich nicht schlecht ist. Was sogar eigentlich gut ist. Aber wir brauchen es trotzdem. Ah, das wird wahrscheinlich so... Ja, ja, das liegt daran, dass der Stahl aufgehört hat. Hier, die arbeiten schon alle gar nicht mehr. Wenn der Stahl aufhört, dann geht es uns wirtschaftlich wesentlich besser, als wenn der arbeitet. Was ich jetzt natürlich schon wieder nicht gemacht habe, ist hier einfach mal die verkackten Erzförderer holen, ja? Mann. Heute könnte ich mir echt in den Arsch treten, ja? Selber in den Arsch treten. So, Erzförderer bauen. Ich baue hier wieder 1 Milliarde unterirdischen Fließbänder, aber keine Erzförderer, ja? Ach, Leute. Was soll man mit mir nur machen? So, hier komme ich nirgendwo raus. Also machen wir das Ganze so. Gut, gut, gut. Dann müssen wir das Ganze noch in Betrieb nehmen. Ich denke mal, es wären doch ein paar mehr Erzförderer wie nur 8 Stück. Das sieht aus wie... Also 12. 1, 2, 3, 4, 5. Da auch nochmal 5 und da nochmal 3. Ja, doch schon 13. Mehr wie gerechnet. Hoffentlich reicht das mit dem Strom, aber eigentlich... Ja, wir haben 500... Ja, wird knapp, ja. Ansonsten müssen wir hier noch 2 Öfen dranhängen. Und noch eine Maschine. Eigentlich können wir das machen, oder? Ach komm, wir machen es einfach. Wir machen es jetzt, bevor wir hinterher irgendwann merken, ach, funktioniert doch nicht. Da bauen wir das Ganze einfach jetzt so, dass es funktioniert. Und dann ist gut. Ist besser. Wir müssen eh noch warten, bis die alle fertig gebaut sind. Von daher ist alles Watcher. So, dann den hier hin. Machen wir einfach eine Lücke und machen ein Rohr dazwischen. So.
Wir haben ja auch noch die Lampen hier, die verbrauchen ja auch 5 kW. Wir haben die ganzen Knickis. Die brauchen ja auch dann den Strompuffer, wenn sie angegriffen, wenn ich da angegriffen werde. So, jetzt brechen wir das mal alles hier ab, weil ich brauche jetzt die Erzförderer. Dann kann ich es von mir aus wieder starten. Was war das denn jetzt? Fließbänder, glaube ich, ne? Eigentlich haben wir genug, obwohl, komm, wir bauen noch ein paar. So, Erzförderer. 1, 2, 3. Hat er nicht gerade 4 gebaut? Doch, hat er. 4. Und hier würde ich noch so 3 Stück drüber setzen. Obwohl 2 reichen auch. Dann hätten wir 12. Irgendwas geht kaputt, Leute. Irgendwas geht gerade kaputt hier oben. Ach du Scheiße, brechen die ein? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alarm, Alarm. Fuck. Fuck. Ich habe keine Stromkabel mehr, vernünftige. Mist. Komm schon. Komm schon. Dann hast du halt keinen Strom, interessiert mich auch nicht. So, ich muss da hoch. Oh Mann, die machen mein Lager in den Arsch. Was ist da denn los? Lauf schneller. Habe ich ein Exoskelett drin? Jawohl, lauf schneller. Oh Mann, eigentlich ist die Folge vorbei, aber ich muss gucken. Ich muss gucken, ich muss gucken. Los, rein hier. Los, mach das heile. Alles kaputt gemacht, ey, ihr Säcke. Ach, das war hier gar nicht. Das war hier gar nicht. Ich muss weiter hoch. Fuck. Alter, da sind die ganzen Mauern im Arsch. Da sind die ganzen Mauern im Arsch. Sind die im Lager drinne? Boah, hoffentlich sind die nicht im Lager drinne. Boah, hoffentlich. Alter, macht keinen Scheiß. Leute, macht keinen Scheiß. Ohne Witz. Aber ich muss unbedingt auf Robotertechnik gehen, ja. Wir müssen so dringend die ganzen Roboter-Krempel da fertig kriegen, damit wir hier safe sind, weil das ist echt gar nichts hier. Ich baue jetzt hier, hier kommt jetzt hier die Mega-Abwehr hin. Ich habe keine Knickis, ich habe Knickis. So. Hey, ich brauche mehr Knickis, los. Ja, wir sollten, denke ich mal, auf jeden Fall Roboterhanger verteilen und die ganze Reparaturgeschichte automatisch machen, weil die ganze Zeit rumgehen und gucken, was wo wie repariert werden muss, ist schon nicht so ganz cool. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, da in der nächsten Folge dann darauf hinzuarbeiten. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich mache jetzt hier eine doppelte Mauer hin. Weil ich glaube, die Ecke hier ist so ein bisschen gefährlich. Die ist so am gefährlichsten von allen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Oder war das noch weiter oben? Ah, hier ist zwar ein bisschen was kaputt, aber hält sich in Grenzen. Machen wir ja auch mal eine doppelte Mauer hin. Kann ja nicht schaden. Lieber zu viel Mauern als zu wenig. So, Leute. Und dann wäre es das auch schon wieder gewesen mit der Folge. In der nächsten kümmern wir uns dann mal darum, dass das alles hier... Boah, wir haben Eisen. Krass, guckt euch das an. Weil die hier nicht mehr arbeiten, weil die keinen Bock haben. Und es mangelt an Kupfer. Nein, es mangelt auch nicht an Kupfer. Die sind einfach nur zu lahm. Ja, okay. Zu lahm ist in Ordnung. Aber das Ganze funktioniert wieder. Wir haben hier unten so ein paar Probleme. Da wollte ich das eigentlich auch schon so machen. Und da wollte ich eigentlich auch noch diese Maschine hinsetzen, zusammen mit diesem Knicki und Strom hier hin machen. Und das Ganze natürlich auch einstellen. Da fehlt mir natürlich wieder eine gute Maschine, aber egal, erstmal funktioniert's. Und Wissenschaftspakete haben wir hier auch ohne Ende. Die könnten wir eigentlich einlagern, ja? Einlagern ist immer gut. So. Ich werfe noch eine Forschung an. Und zwar die... Was machen wir denn? Logistik 3 machen wir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, wie gesagt, wir kümmern uns dann mal so ein bisschen um die Logistik, dass wir hier
ein bisschen entspannter sein können, weil da rechts seht ihr oben in der Karte gerade, wird schon wieder angegriffen. Und um da nicht immer gucken zu müssen, ist es, glaube ich, sinnvoller, das alles hier zu vernetzen. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.